Wer durch eine eingehende ärztliche Untersuchung erfahren hat, woher seine Beschwerden kommen, kann meist auch selbst dagegen vorgehen. Es gibt eine Reihe an Möglichkeiten, den Symptomen wie Blähungen, Völlegefühl und Bauchschmerzen zu begegnen, und zwar auf pflanzlicher Basis. Seit Jahrhunderten verfügen Heilkundige über ein reichhaltiges Wissen, wie bestimmte Heilpflanzen auf den Körper wirken. Bei Darmproblemen vertrauten sie besonders auf die Wirkstoffkombination aus Kümmelöl und Pfefferminzöl. Und der Trend hin zu natürlicher Medizin ist stetig steigend. Professor Jürgen Reichling ist pharmazeutischer Biologe und hat das Institut für Pharmazie und molekulare Biotechnologie an der Universität Heidelberg geleitet. Er kennt sich mit den ätherischen Ölen von Heilpflanzen aus. Ätherische Öle sind viel Stoffgemische. Sie bestehen aus einer ganzen Reihe von Duftstoffen, die in den Körper oder auf den Körper aufgebracht pharmakologische Wirkungen entfalten. Zum Beispiel antibakterielle Wirkung, antivirale Wirkung, aber auch krampflösende Wirkungen zum Beispiel oder blähungstreibende Wirkungen oder schmerzlindernde Wirkung, wie das zum Beispiel Kümmel und Pfefferminze haben. Die schmerzlindernde Wirkung von Pfefferminzöl wird heute hauptsächlich auf die Aktivierung von Kälterezeptoren zurückgeführt. Und diese Kälterezeptoren kommen nicht nur etwa nur in der äußeren Haut vor, sondern man findet sie auch in der Darmwand zusammen mit dort vorkommenden Schmerzrezeptoren. Die krampflösende Wirkung von Menthol oder auch Pfefferminzöl beruht unter anderem darauf, dass der Einstrom von Calciumionen in die Darmmuskelzellen blockiert wird. Dadurch entspannt sich der gesamte Darm und die gesamte Darmmuskulatur und dadurch werden dann die Krämpfe im Darmbereich gelindert. Und wie bei allen Arzneipflanzen hängt ihre Wirkung immer mit der Dosis zusammen. Bei Tees werden Blütenblätter oder andere Pflanzenbestandteile verwendet. Doch durch die Zubereitungsart ist der Anteil der wertvollen Inhaltsstoffe deutlich geringer. Zwar wirken die Tees wohltuend, aber eine nachhaltige Linderung der Symptome ist selten möglich.